Und herzlich willkommen zu Dragon Quest. Ach ja, wo hat's denn uns heute diesmal verschlagen? Auf dieser komischen Insel? Denn ich habe mir gedacht, schipperst du mal ein bisschen rum, suchst dir ein paar Plätze oder vielleicht, wenn du was finden kannst und das ist im Weg. Dann sind wir hier oben schön. Jetzt sehen wir gar nicht mehr die Maus, oder? Doch, da ist er. Da ist er, da ist er. Da oben sind wir. Ich habe mich hier ein bisschen ausgelassen, bin immer rumgeschippt. Dachte, kommst du vielleicht auf die Insel, aber kommt man nur über diesen Steg hier drüber, was mich ein bisschen irritiert. Da sind wir ja zu. Und da habe ich gedacht, komm, fährst mal zur Insel rüber. Monster sind relativ okay. Und ich wollte eigentlich in diese Stadt reingehen. Ich weiß nicht, ob ich kann, ob es geht. Das hatte ich noch nicht ausprobiert. Okay, wir sind auf jeden Fall schon in der Stadt drinne. Jetzt würde ich mich interessieren, habe ich jetzt hier einen Port hin? Weil, das wäre clever. Schauen wir mal eben. Da! Zavela Kathedrale wird das wohl sein. Schauen wir, was uns erwartet hier. Ah, ein Markt. Markt ist immer gut. Hast du irgendwas für mich? Nee. Irgendwas? Ich dachte, da konnte man gerade rumgehen, sah aus wie so eine Treppe. Was kniet ihr denn hier vor rum? Ah, Waffen! Waffen, 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 das ist gut. Vielleicht gibt es irgendwas Gutes bei, wo ich wieder drauf trainieren muss. Ne. Adlerdolch. Ne. Okay, das ist schon mal gut. Wir haben 8, ja, wir haben ein bisschen viel gesammelt in letzter Zeit. 8000 Münzen, das ist schon mal gut. Ein Silberpanzer ist gar nicht mal schlecht noch zu holen, ne? Das kostet ja 4.300. Ne, warte mal. Was hat denn seine Rüstung? Das ist die Zauberrobe. Was soll das von... Das, den von... Okay, was war der hier? Okay. Es ist natürlich um 20 Punkte senkt. Ist natürlich gut. Ich glaube, ich nehme den auch mal. Dann tun wir dem einen Angelo. Ja. Noch ein bisschen Abwehr noch. Und würde sagen. Ne, den behalte ich mal. Eventuell kann ich es noch gebrauchen. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Geld verloren. Kann ich dann den Truhen öffnen? So, jetzt kommt ein Silberpanzer raus. Ich. Okay, weiß jetzt haben. Ist immer gut. Die Medaillen, alles klar, super. Was haben wir hier? Hier haben wir normale Alltagsgegenstände, okay. Da können wir pennen. Da gehen wir noch nicht rein. Aber ich wollte mich nur umgucken, weil das sah wirklich interessant aus, wenn wir nochmal hochschauen. Da so eine komische Treppe ist da. Da wollte ich eigentlich hin. Sah vom Weiten ganz geil aus. Wenn wir da hinkommen, ist die Frage. Okay, diese Wachen lachen uns schon mal vorbei. Ich würde, bevor ich irgendwo hingehe, erstmal drumherum schauen, ob es irgendwelche Kisten gibt, die wir noch öffnen können. Nee. Da werden wir nicht lang kommen. Okay, da ist ein Fahrwerk da oben anscheinend. Mal fix rumgucken. Eventuell, wie gesagt, sind immer Kisten hier, die man durchgehen kann. Ins Innen hätte ich doch gehen sollen, aus dem Grund. Dann hätten wir eben fix gucken können, ob da irgendwelche Bottiche sind zum Zerstören. Ja, machen wir das jetzt eben. Tag. Aber je mehr wir das hier noch ein bisschen zusammensuchen und neue Punkte entdecken, ist es gar nicht mal so schlecht. Ich werde jetzt immer so kurze Zwischenparts machen, weil ich immer noch ein bisschen halb trainiere mittendrin, um ein bisschen schneller voranzukommen. Jugend dachte ja, ich würde mal eben kurz gucken, ob man hier plündern kann. Sie haben nichts zu plündern hier, das ist aber blöd. Oder ich jetzt nicht. Die haben ernsthaft nichts. Jetzt schon wieder müde? Nein, nein, nein. Kann ja nicht sein. Dann gehen wir in die Kathedrale. Und dann versuchen wir mal da oben hochzukommen. Wäre natürlich interessant. Muss aber jemand da Ding sein in dem Moment. Vielleicht hilft es uns auch ein bisschen in der Geschichte weiter. Vielleicht irgendwelche Nebenquesten. Ich weiß es nicht.
Okay, hier kann ich das machen. Sonst nichts. Ernsthaft nicht? Von draußen sieht die ganz groß aus, ne? Aber so im Allgemeinen kann man hier wenig machen. Kann man noch ein bisschen rumbeten, dann gehen wir mal hinten raus. Komisch. Naja. Also will ich nämlich hier rausgehen und einen anderen Weg einschlagen. Ich weiß gar nicht, ob man das von hier sehen könnte. Schauen wir mal eben. Ne, von hier sieht man sich. Das ist auf jeden Fall da in diese Richtung. Da kann man noch was entdecken, bestimmt. Jetzt versuchen wir mal. Okay, offen wäre es. Ach, guck mal einer an. Well, well. Who have we here? I see your memory's got worse. How much older than me are you, brother? Ah, yes. The persistent rule breaker, Angela, wasn't it? Ah, enough fun. I do hope I didn't cause any. Anyway, no time for idle chit chat. I have to select men to form the Lord High Priest's personal guard. The luxury of a carefree existence such as yours is not something I can afford. So be well, and may the goddess keep it. Ah, wo will er denn jetzt hin? Ich will jetzt auch hier hoch, hallo? Ach man, wie blöd. Nichts mehr zu erzählen. Ich wäre jetzt gerne hochgegangen. Schade. Naja, gehen wir den anderen Weg noch. Mal eben vorbeischauen. So. Da wird ja nicht mehr viel Unterschied sein. Vielleicht ein paar Kisten, Monster. I don't know. Und dann haben wir eigentlich schon wieder so ein, zwei Parts gemaked. Wie gesagt, das ist mal so ein kurzes Statement für zwischendurch. Aber ich dachte, das wäre jetzt einfach, wo wir wieder quatschen können. Nein. Gehen wir wieder hier raus. Ist ganz gut gemacht. Hier vorne nur so eine Schutzmauer. Ist ein guter Aufbau, würde ich sagen. So. Ja, ob wir jetzt voll mit Mana sind, das ist eigentlich relativ uninteressant. Wir machen einfach mal das Kampfteam hier. Das habe ich die ganze Zeit gemacht. Drin drei Kämpfe. Und ein bisschen so gekämpft, dass wir ein bisschen Aufwasch schaffen. Aber mit Talos, ey, der macht einen Schlag, dann sind die Monster hier down. Und bevor wir da zu viel Leben verlieren, ist es eigentlich ein bisschen blöd. Bum, bum. Ja, komm. Meine Monster dürfen auch mal wieder. Hier, Faust. Nächste Runde sollten sie eigentlich down sein. Okay, noch nicht. Dann halt jetzt. Die anderen beiden da drauf oder so. 550 Erfahrungspunkte und 203 Gold ist gar nicht mal so schlecht. Nur wenn ihr ein bisschen am Kämpfen ist, ist es ganz okay. Hier wollte ich lang, wie gesagt. Monster-Team. Ja, ich hole mir Monster-Team. Das ist schon okay. Ja, meine Güte, ein Schaden. Ihr Fuß. Oh, und alle ausgewichen, das ist natürlich geil. Und bitteschön, gib's zurück. Das war's schon. Hätte ich vielleicht auch so schaffen können, mit drei Runden. Oh, lässt das fallen, das ist aber eine Eisennadel, okay. Hinten ist was.